danke. Was, hast du Fieber oder? Na, Fieber habe ich nicht, aber starke Halsschmerzen. Du siehst lutzig gerade. Aha. Und hast dann... Das ist dann vor ein paar Minuten, oder? Ja. Sie kommen jetzt aus Hamburg? Ja. Was haben Sie da gemacht? Ich komme eigentlich aus Saarbrücken und habe dort Fernsehen gemacht. Was denn? Poptönende Plattenshow. Mhm. Hallo. Da haben Sie auch gleich Ihre neue Platte vorgestellt? Nein, die neue Platte noch nicht. Die neue Platte ist eine französische Aufnahme. Ist das so im Stil Ihrer Lieder, die Sie allgemein singen, oder ist es ein bisschen etwas Neues? Es fällt ein bisschen aus dem Rahmen, vor allen Dingen, was die Texte anbelangt. Ah. Oder den Text anbelangt, richtiger gesagt. Und bleiben Sie jetzt in Berlin? Ja, ich bleibe jetzt für einige Zeit in Berlin. Danach geht's nach Belgien, Fernsehen, Holland. Also quer durch Europa. Marianne, ich darf doch du sagen, oder? Na klar. Marianne, du bist ein Star. Du bist ein Idol von Millionen Teenagern. Du bist schön, reich und berühmt. Aber bist du auch glücklich? Glücklich, glaube ich, ist man nie. Man jagt eigentlich immer dem Glück hinterher. Und ich glaube, es gibt im Leben eigentlich nur immer Glücksmomente. Und die habe ich genauso wie jeder andere. Was bedeutet für dich das Wort Liebe? Liebe bedeutet für mich sehr, sehr viel. Ich singe ja viel von Liebe. Aber im Augenblick konzentriere ich mich mehr auf Karriere als auf Liebe. Wenn es Nacht wird in Fallen, dann macht Jonathan Musik. Singt, was Liebe ist, erzählt vom Glück. Jonathan sah sieben Meere, er kennt die halbe Welt. Baby, glaube nie, was er erzählt. Ist das deine richtige Haarfarbe? Ja, meine richtige. Braun. Wie stehst du zur Homosexualität? Was? Ich weiß nicht, an für sich stört es mich nicht. Es gibt Menschen, die so geboren werden und man sagt auch, dass andere sich eben im Laufe der Zeit so entwickeln und es macht mir nichts aus. Marianne, du hast viele Tiere. Ja. Erzähl unseren Zuschauern doch mal dein schönstes Tiererlebnis oder ein Tiererlebnis. Also mein schönstes Erlebnis mit Tieren war, als ich zu Weihnachten, und zwar das war voriges Jahr, einen kleinen Yorkshire Terrier bekam, den ich mir schon lange gewünscht hatte, den wir aber eigentlich nie haben konnten, weil wir zu viele Tiere hatten im Haus. Also zwei Schäferhunde und dann zuletzt noch eine Dogge und dann bekam ich den endlich doch von meinem Vater geschenkt und war sehr glücklich darüber. Hier lebt die deutsche Sängerin Marianne Rosenberg mit ihrer großen Familie und ihren vielen Tieren nah an der Berliner Mauer. Sie hat Mut. Gerne hätten wir hinter die Fassade geschaut. Doch eine Krankheit der Künstlerin verhinderte es, das bürgerliche Geheimnis zu entschleiern. Ihre Großmutter sang in der Halsarmee. Ihr Vater gab seinen Beruf als Altwarenhändler auf, nachdem er Marianne erfolgreich bei einem Nachwuchswettbewerb auf dem Schifferklavier begleitet hatte. Mit dem Titel Mr. Paul McCartney landete sie 1969 einen Riesenhit. Neunmal war sie in der Hitparade, sechs LPs, die sich gut verkaufen, ihre letzte Ich bin wie du. Sie hat nie singen gelernt. Keiner hat ihr gesagt, wie sie sich bewegen soll und wie man sich geschmackvoll kleidet. Zu Kollegen gibt es wenig Kontakt. Man geht sich mit Höflichkeit aus dem Weg. Ihr einziger Halt ist die Familie. Aber wann wird sie zu sich selbst finden, Persönlichkeit entwickeln und nicht nur ein Objekt für Komponist und Plattenfirma bleiben? Dieses zauberhafte junge Mädchen mit einer Haut aus Porzellan. Gestern habe ich sie zum ersten Mal gesehen. Du hast mir so viel von ihr erzählt, dass ich sie gleich erkannte. Das ist also die andere, habe ich gedacht, die vor mir da war. Und die immer noch zu dir gehört.
bei der du bist, wenn ich dich brauche. Und an die du denkst, wenn wir zusammen sind, weil sie schon auf dich wartet. Und mit der du mich vergleichst, manchmal, ohne es zu wissen. Und die ich schon fast hasste, ohne sie je gesehen zu haben. Doch irgendwie mag ich sie sogar. Denn wir beide haben das gleiche Problem. Wir lieben denselben Mann. Und das tut weh. Jetzt habe ich wieder ihn gesagt. Nicht? Oder? Ja, ja, macht nichts. Der Name Rosenberg lässt darauf schließen, dass du Jüdin bist. Wart ihr rassisch diskriminiert während der Nazizeit? Nein. Marianne, und wie sieht deine Zukunft aus? Du bist die Leiter zum Erfolg, Stufe für Stufe erklommen. Hast du Angst, herunterzufallen? Ich glaube, die Angst hat wohl jeder einmal herunterzufallen. Aber dadurch, dass ich sehr, sehr langsam diese Erfolgsleiter heraufgeklettert bin, glaube ich, dass ich doch mehr Erfahrung habe als jemand, der von heute auf morgen ein Riesenstar wird oder sehr, sehr großen Erfolg hat. Und ich hoffe, dass der Erfolg noch eine Weile anhält. Ich bedanke mich bei dir.